Hallo YouTube und herzlich willkommen bei Wotan zockt. Heute mit einem neuen Projekt. Und was das für ein Projekt ist, das werdet ihr gleich sehen. Related Designs. Präsentiert von Ubisoft auf jeden Fall schon mal. Deep Silver. Sunflowers Production. Ja, das hatten wir schon mal. Und jetzt bin ich ruhig. Ich erinnere mich genau an jenen Tag des Jahres 1701. Ich war ein junger Narr, betrat den Thronsaal mit nichts als kühnen Träumen und wildem Tatendrang. Ihre Majestät war nachsichtig, hörte mir zu. Alles, was ich brauchte, war ein Schiff und jemanden, der an mich glaubte. Wir folgten dem Westwind, segelten mit den Delfinen. Ich fragte mich oft, ob ich zu viel versprochen hatte. Als ich Ihrer Majestät vollmundig die Besiedlung ganzer Landstriche in Aussicht stellte. Viele fleißige Hände machten sich ans Werk, erschufen aus dem Nichts eine blühende Siedlung. Doch dann geschah es. Gemeinsam gelang es uns, die Schäden zu reparieren. Und mehr als das, die Stadt erstrahlte in nie gekanntem Glanz. Heute blüht der Handel und Ihre Majestät ist vollauf zufrieden. Es hat sich ausgezahlt. Damals, anno 1701. Ja, ne, jetzt wisst ihr, was wir spielen. Willkommen bei Anno 1701. Ja, da habe ich gerade richtig Bock drauf gekriegt auf das Spiel. Diese Folge wird auch ein bisschen länger, weil es ist der Pilot, ne? Der Pilot, versteht ihr? Der Pilot! Nein, mal schauen, wie weit wir dieses Spiel spielen, weil es ja ein... Man kann es so einstellen, dass es ein mehr oder weniger endloses Spiel wird. Da seht ihr, wir spielen kein Szenario, wir spielen definitiv... Moment, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht mehr. Ach, vereinfacht. Nein, das wollen wir nicht. So, wir spielen auf einer großen Inselwelt, wir spielen auf normal. Ja, was nehmen wir denn noch? Kartenbeschaffenheit, große Inseln. Oh, mittler. Ja, doch, großes Rohstoffvorkommen ist schon gut. Nein, wir starten nicht mit einem Kontor. So. Computerspieler. Ah, da, meine Gegner einstellen. Allerleicht. Naja, gut, muss es ja nicht unbedingt sein. Vielleicht einer, der leicht bleiben darf. So, normal ist eigentlich ganz gut. Und hier noch einen leichten. Also ein Öhmchen. Ne? Wer will nicht gegen Oma spielen? Ramirez, der Pirat. Sehen wir den rein oder lassen wir ihn draußen? Ja, ich glaube, wir spielen heute mit Piraten. Ja, ich habe irgendwie gerade Bock auf Piraten. Der freie Händler, natürlich. Die Königin muss natürlich dabei sein. So, die anderen Nationen wollen wir auch dabei haben. Ist ganz klar. Startkapital nehmen wir normal. Baukostenrückerstattung nehmen wir einen vollen Preis. Piraten nehmen wir schwach. Weil, ne, ich will ja nicht die ganze Zeit nur mit Piraten kämpfen, sondern mit euch das Spiel spielen. Händleraufträge,
Ehrengäste, ja, natürlich. Pest, Feuer, Katastrophen, ja, das war natürlich auch drin. Siegbedingungen, so. Wir nehmen gar keine Siegbedingungen. Ne? Wir machen ein Endlosspiel daraus. Ja, genau. So. Dann wollen wir doch mal. Die ersten 10 bis 12 Minuten, na, ich sage mal 12 Minuten, weil so lange läuft mein Timer noch, werde ich jetzt mit euch einfach mal so, ne, so ein bisschen Entdeckungstour machen und so. Wir müssen uns aber relativ schnell für eine Insel entscheiden, weil unsere Konkurrenz schläft nicht. Ich habe die Einstellung auf voll hoch. Ich muss mal gucken, ob das dann leckt oder ob das brauchbar ist. Ah, ich liebe es einfach. Dieses Spiel habe ich damals immer gemocht. Wieso ist die komplette Karte aufgedeckt? Da sind schon mal Ziegel. Unser Ansehen wird vermutlich unter eurer Niederlage leiden. Nun, wir werden sehen, wie weit ihr mit diesem Schiff kommen werdet. Schauen wir doch mal. Fische gibt es hier noch und nöcher. Aber sonst sind keine Rohstoffe hier. Doch, da. Doch. Da fahren wir hin. Wo ist mein Schiff? Schiff? Schiffi? Ach, da ist mein Schiff irgendwo. So. Ist das meins? Nein, das ist nicht meins. Kapitän auf der Brücke. Das meins? Das sieht mal nach meinem aus. Gut, das ist hier viel näher dran. Da ist aber schon jemand. Da wollen wir nicht hin. Ach, das ist die Königin oder so. Oder der fahrende Händler. Hier haben wir auch Hopfen, Blüten, Honig. Ja, weiß ja echt nicht so recht. Hopfen, Blüten und Honig, da bräuchte ich jede Menge sonstiges Zeug. Ist die Segel. Ach gut, fahren wir trotzdem dahin. Wir müssen ja irgendwo mal anfangen, ne? Ich wollte ja jetzt nicht stundenlang zugucken, welche Insel ich mir aussuche. Außerdem ist es eine schön große Insel. Wo dann auch ordentlich was gehen kann, so, ne? Heute technisch. Unser Neptun fährt dahin. Mit 8 Kanonen bestückt. Das ist nicht gerade viel. Naja, das wird sich später ändern. Später wird da eine riesen Flotte stehen. Da kann ich euch schon mal Briefe und Siegel drauf geben. Ja. So. Hoppala. Wir haben ja minus 30 Umsatz. Das ist ja gar nicht gut. So. Jetzt. Wie war das nochmal mit dem Konto bauen? Aha, das ist die Diplomatie. Die interessiert uns jetzt eher nicht. Ja. Hallo? Wir erteilen euch die Erlaubnis zu sprechen. Na, ein Bündnis wollen wir nicht. Ein Darlehen wollen wir auch nicht. Ich möchte aber hier gerne wieder raus. Ach, mit Escape. Okay. So. Strategie, Diplomaten. Schiffe. April. Das kann sofort losgehen. Wo war denn nochmal? Ah, hier könnte was sein. Kontor. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiegt. So, hoffentlich hat er jetzt nicht meine genommen. Das ist nämlich meine Insel hier. Meine Insel hat keiner was zu suchen, außer ich. Oh, da haben der wir ja schon Marmor. Ist bereit, oh. Das Schriftstück zu unterzeichnen, das du Handelsvertrag nennst. Was? Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Ja, dann hier auch nochmal eine Fischerhütte. Ne, Nahrung ist ja wichtig. Weil er nicht, dass unser Volk hungern muss. Ein fremdes Volk und ein Mitspieler haben einen Handelsvertrag geschlossen. So. Wir expandieren nach da. Weil ich möchte dann später hier an das Marmor rankommen. So, Holzverleute. Kommt genau hier hin. Zack. Und dann kommt noch eine. Hier hin. Zack. So, Holz kann man auch nie genug haben.
Und dann noch einen Weg von hier nach da. Wunderbar. So. Eine Jagdhütte. Naja, die kommt später. Müssen wir erstmal gucken, dass wir Volk kriegen. Dafür brauche ich das Dorfzentrum. Das Dorfzentrum, das mache ich hier, glaube ich, irgendwo hin. Ich denke mal, es ist gar nicht so schlecht jetzt hier. Obwohl, nee, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Auf jeden Fall ziehen wir schon mal den Weg hier hin. So, soweit wie wir können. So. Jetzt muss ich gucken, ob ich schon mal irgendwo ein Markthaus. Hier könnte ein Markthaus bauen. Haha. So. Dann kommt der Dorfplatz. Du lehnst ab. Hierhin. Der Tonkas Stolz ist gekränkt. Du hast die Erlaubnis, uns deine Waren anzubieten. Oh. Eine zufriedenstellende Antwort. Der Kaiser gestattet euch jetzt den Handel mit seinen Untertanen. Ja, ja. Schön für den Kaiser. Allerdings interessiert mich der Kaiser im Moment nicht. Der hat mich noch nie wirklich interessiert. Also jetzt nicht Kaiser Franz oder so. Doch, der interessiert mich eigentlich genauso wenig. Ein fremdes Aber Volk gut, oder ein wir wollen jetzt nicht über Fußball reden. Geschlossen. So. Ein fremdes Volk oder ein Spieler haben einen Handelsvertrag. Der Handel soll beginnen. Ja. Ich habe die Erlaubnis, so. Euch einen Handelsvertrag anzubieten. Hier kommt dann auch noch ein Mitspieler durch. Und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. So, jetzt habe ich hier natürlich blöd gebaut. Naja, gut, was soll's. Hier noch einen Weg runterziehen. So, haben wir irgendwas gebäudetechnisch, das meine Leute brauchen? Nein, nicht wirklich, ne? Die schreien doch nach nichts. Noch keine Kapelle, nix. Gut, gut, dann brauche ich jetzt einfach nur Volk. So, schön um den Marktplatz rumbauen. Da nicht, da kommt die Kapelle dann hin. So. Hier kann ich nicht. Ah, hab ich kein Holz mehr. Oder sonst irgendwas fehlt mir. Ja, mir fehlt das Holz, genau. Aha, jetzt könnte ich schon die Webstube bauen. Allerdings, ne, möchte ich das nicht hier machen. Sondern wenn, dann hier unten so eine kleine Produktionsstraße. Könnte ich eigentlich schon mal anfangen. So, weil je früher sie sich weiterentwickeln, ja gut, wenn sich mein Volk weiterentwickelt, wird das natürlich auch nicht unbedingt einfacher für mich. So. Eine Webstube. Da fehlt mir noch das Holz für. Unsere Freude ist grenzenlos. Okay. Ah, der will schon wieder handeln. Die sie alle handeln wollen. Ist ja schlimm, ist das. 3 von 5. 0 von 5. Hey, du bist ein bisschen ineffizient hier, junger Mann. Okay, dann muss ich ja fast sagen, reiß ich dich halt wieder nieder, wa? Wo kann ich dich denn niederreißen? Da ist der Abrissmodus. Zack. Dann mach ich doch lieber hier unten noch eine hin. Baumenü, Fischerhütte. Nahrung gewährleisten hier. Kann ja nicht sein, dass mein Volk hungern muss. Das gibt es nicht bei mir. Ja. Jetzt mal gucken, ob ich hier so eine Webstube hinbauen kann irgendwo. Wo sie jetzt nicht gerade den Holzfäller stört. Ja, ich glaube, ich baue die einfach hier hin. So. Und daneben nochmal eine. Ah, das geht leider nicht. Ist echt zu viel. Nein, dann kommt da ein Markt links hin. Sobald ich die nötigen Rohstoffe dafür habe. So. Gut, dann kann ich nämlich hier noch eine
zweite Woll-Dings, sobald ich das Holz habe. Und zweites Woll. Eine zweite Schaffarm aufbauen. So. Cleverer wäre es, wenn ich so mache. Ja, das ist gut. So. Zwei Wolffabriken. Zwei, ne? Schaffarm. Eine Baumwollfabrik. Das läuft. So. Jetzt, nein. Muss ich hier dann einen Weg bauen. Und hier lang würde ich auch noch gerne einen Weg haben. Soweit es geht zumindest. Und Häuser. Ja, jetzt müssen wir darauf warten, dass, ne, die Holzproduktion nochmal richtig läuft. Eine Jagdhütte könnte ich mir irgendwann auch mal noch bauen. Ab 100 Bürgern müsste ich die Kapelle bauen können. Also pionieren, weil Bürger habe ich ja noch nicht. Ja, so langsam nähert sich diese Folge dem Ende zu. Was haben wir denn hier noch? Bündnis. Ja, gut. Und die Diplomatie. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Wie sie alle am Handeln sind hier. Werkzeug. Ein fremdes Volk und ein Mitspieler haben einen Handelsvertrag geschlossen. Da ist richtig was los, ne? Tribut fordern. Das wird dann später interessant. Sobald ich dann mal eine Armee habe. So. Abwarten aufs Holz. Immer dasselbe. Die Holzfäller sind einfach immer zu langsam. So, hier auch noch ein Häuschen hin. Jetzt sind wir hier den Weg lang. So, dann kann ich hier nämlich auch noch Häuschen bauen. So. 102, gut. Müssen wir mal gucken, dass wir auch genug Geld kriegen. Einmal Escape. So. Der braucht nur noch die, genau, die Kirche. Und dann bin ich im Bürgermodus. Und dafür fehlt mir Holz. Natürlich fehlt mir dafür Holz. War doch zu erwarten. Ja gut, Leute, ich werde jetzt noch werde jetzt die Aufnahme beenden. Ja, wir sehen uns gleich wieder mit der nächsten Folge. Ich komme ab sofort regelmäßig zu euch. Schön, dass der Händler regelmäßig kommt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir Kommentare, abonniert mich, gebt mir einen Daumen, was auch immer. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst nur einen Kommentar hier. So, bis zum nächsten Mal.